Ja, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Nach 2 Jahren Pause in Berlin, da gibt es bei uns also auch wieder Pressekonferenzen. Ich möchte dazu begrüßen beide Trainer von Abdel Rathenow, natürlich Ingo Karlich, und den möchte ich natürlich auch nochmal gratulieren, weil er hat nämlich gestern seinen 60. Geburtstag. Ein Geschenk konnten wir ihm leider nicht machen. Und Simon Rösner zu meiner Rechten. Und ja, das Spiel ist ausgegangen, VSG Arminia gegen Abdel Rathenow 1:0 durch ein Tor von Julian Ostermann in der 75. Minute, wenn ich richtig gerechnet habe. Und wir hatten heute 206 zahlende Zuschauer in unserem ersten Oberligaspiel am ersten Spieltag. Es war auch die erste Punktspielbegegnung überhaupt gegen Abdel Rathenow. Es gab schon mal ein Testspiel, aber war heute also auch eine Premiere. So, wie es üblich ist, möchte ich unseren Gästetrainer das erste Wort erteilen zu einer Einschätzung des heutigen Spiels. Ja, den Gastgeber erstmal Glückwunsch zum Sieg. Ich möchte heute eigentlich nicht allzu viel sagen, weil wir hatten in den letzten 4-5 Wochen relativ viele Probleme. Und ich denke, beim selbsternannten Favoriten, habe ich gelesen, die Oberliga ist zu schwach, man muss gleich in der Regionalliga. Denke ich, haben wir uns sehr ordentlich aus der Affäre gezogen. Wir sind im Neuaufbau, es waren einige ordentliche Ansätze zu sehen. Und ich hoffe, dass nächste Woche 3-4 Spieler zurückkommen und dass sich dann unsere Mannschaft festigt und weiter ordentlich im Amateurfußball spielt. Dankeschön. Herzlichen Dank, Simon. Hallo auch von meiner Seite. Also ich sehe das Spiel nicht so viel anders. Also es gibt jetzt nicht unbedingt einen Grund dazu oder einen Anlass zu sagen, es ist so ein Spiel, so ein klassisches Spiel, wo man danach sagen muss, dieses Spiel haben wir definitiv verdient und auch souverän gewonnen. Dann ist der Fußball aber relativ selten gerecht. Von daher gibt es nun mal Spiele, wo man dann durch bestimmte einzelne Situationen wie Standards halt dann vielleicht noch mal ein bisschen glücklich zu einem Tor vorkommt und dann der Ball halt bei uns mal auf die Latte springt statt rein. Und wir respektieren die Leistung vom Gegner, möchte eins dazu aber sagen, dass wir uns vor allen Dingen aus unserem Mannschaftskern heraus mit Sicherheit nicht in Berlin oder in der Umgebung so präsentieren, dass wir hier der absolute Top-Favorit sind und an uns kein Weg vorbeiführt und wir die Bestimmer dieser Liga sind. Diese Liga ist uns definitiv nicht zu schwach, wie Ingo das gerade nannte, sondern auch wir müssen uns hier erstmal einfinden. Ja, und wir müssen uns erstmal und wir müssen auch erstmal mit dieser neuen Liga klarkommen und dass auch wir Möglichkeiten haben, uns zu verbessern und auch verbessern müssen zu dem, was wir heute gezeigt haben, ist keine Frage. Auch wir sind im Neuaufbau, auch wenn wir bekannte bzw. erfahrene Spieler geholt haben. Und wir werden und müssen uns steigern und wir nehmen den Punkt jetzt bzw. die Punkte gerne mit, sind mit den 3 Punkten voll auf zufrieden und machen unseren Weg weiter. Und natürlich ist es unser Ziel, oben dabei zu sein bei einer anderen Zielsetzung. Wenn Erkliniken eine Liga an den Start geht, gibt es nun mal nicht. Gab es in Erkliniken noch nie, egal in welcher Liga man gespielt hat. Und von daher werden wir dieser Meinung auch treu bleiben. Aber nichtsdestotrotz werden wir nicht überheblich sein und sagen, dass diese Liga uns zu schwach ist. Sondern wir werden jeden Gegner ernst nehmen. Und das haben wir auch mit Optik heute gemacht und mit den Voraussetzungen, die sie in den letzten Wochen hatten. Die natürlich uns auch nicht verborgen geblieben sind, haben sie hier eine sehr gute Leistung gemacht und es war ein glücklicher, aber vielleicht auch zum Ende nicht ganz unverdienter Erfolg. Und wir nehmen die 3 Punkte und freuen uns auf nächste Woche. Dann danke ich den beiden Trainern und danke Ihnen für Ihr Kommen. Wir spielen nächstes Wochenende in Malchow und dann haben wir ein sehr attraktives Heimspiel am Freitag, den 26. August, hier gegen Tennis Borussia. Da werden wir auch wieder eine Anlage zum Ansagen haben, das ist ein bisschen mehr Atmosphäre ist. Und ja, in Rathenow werden wir im Februar spielen. Da sehen wir uns dann wieder. Ich wünsche unseren Gästen aus Rathenow natürlich eine gute Einfahrt. Dankeschön.